Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution. Und so. Yo, heute begehen wir oder begeben wir uns zu dem letzten Ort, wo wir hier in der Duellakademie-Insel noch nicht waren. Und das ist meiner Meinung nach auch der schönste Ort, nämlich der Strand. Ja, wer will nicht mal so an einen Strand ein paar Duelle machen, die Wellen am Fuß fühlen und den schönen Südwind in den Haaren spüren. Doch die Frisur sitzt. Yo, wie ich auch schon gesagt habe, ist hier der Strand meiner Meinung nach der zweitschwierigste Ort an dieser Schule. Nee, der drittschwierigste Ort an dieser Schule. Weil hier auch nicht ganz so schlechte Duellanten rumlaufen, wobei ich bis jetzt nicht so viele sehe. Und wieso ist denn das hier so... Wieso lässt sich denn hier so schwer laufen? Alter, hier sind zwei Duellanten an dem kompletten Strand. Und gegen den scheinen wir schon gespielt zu haben. Ja, ist ja toll. Yo, wir haben auch ein neues Deck und das ist von den schönen Traumwandler. So heißt der Typ. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Oh, wer bist du denn? Punkt, 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 Kaui. Punkt, 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 Kennen, Punkt, 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 Lernen, Punkt, 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 es ist ein Cyborg oder so, Punkt, 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 Konversation abgelehnt, Punkt, 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 aha. Ich glaube, da ist dem Machern einfach nur kein Text mehr eingefallen. Punkt, 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 Leerzeichen, Punkt, 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 Leerzeichen, nächste, Punkt, 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 nächste Zeile. Punkt, 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 Leerzeichen, Punkt, 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 Leerzeichen, Punkt, 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 Leerzeichen, okay, Punkt, 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 Leerzeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Satzende. Punkt, 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 Leerzeichen, Punkt, 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 Leerzeichen, fangen. Punkt, 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 an, Punkt, 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 nächste Zeile, Punkt, 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 Leerzeichen, 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 Punkt, 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 Satzende. Oh Gott, der Alte bei Dragon Quest war schlimm. Ein Glück muss man hier in Yu-Gi-Oh! Nicht ganz so viel vorlesen. So, Cory, da spielen wir einfach mal Stein. Ja gut, ist ein Cyborg, der kann bestimmt an unseren Reaktionen ablesen, was wir als nächstes machen werden. Die Folgen des Armageddon. Spielt der Demis? Es wäre mies, es ist ein Obelisk, also ist es zu ihnen zuzutrauen. So, und hier könnt ihr auch sehen, was für ein Deck wir spielen. Ihr habt es bestimmt schon an den Namen gesehen, falls ihr drauf geachtet habt. Es ist ein Anti-Deck. Dieses Deck spielt einfach nur darauf, gegnerische Karten zu annullieren und alles dran zu setzen, den Gegner schnell zu besiegen. Es ist so ein typisches Girly-Deck hier in Yu-Gi-Oh! Also die meisten Obelisk-Girls hier in dem Spiel würden so ein Deck spielen, schätze ich mal so. Ja, da gucken wir mal, ob wir mit dem Deck auch klarkommen. Es hat bestimmt eine gewisse Stärke. Das ist ehrlich gesagt etwas mies. Aber von mir aus... Seelenschnitter, oh Gott, das ist auch mies. Von mir aus... Ich hoffe nur, er wählt nicht Jinzo aus. Das wäre nämlich noch mieser. Ja, das ist auch mies. Mann, oh. Aber mit Magier des Glaubens könnten wir es wieder zurückholen. Das machen wir sogar. Magier des Glaubens.
Okay. Von mir aus. Das ist sogar sehr gut. Das ist mal mega gut gerade. Ja, wie geil ist das denn? So, mystischer Raumtaifun. Zerstören wir seine verdeckte Karte. Was ist es? Oh, die wäre mies gewesen. Und dann spielen wir Reflektorlump in Angriffsmodus und flippen den Schieferkrieger in Angriffsmodus, der dadurch 500 Angriffspunkte dazu bekommt. Ja. Dann greifen wir mit Reflektorlump die Karte an. Oh Gott. Und greifen mit Schieferkrieger die Karte an. Ja, mach mal was Feines. Der verteidigt sich nur. Ja, Sangan kann man machen. So, dann greifen wir mit Reflektorlump die Karte an. Passt. Was kann die? Das ist ja mal voll getrollt, Alter. Truppen im Exil, ah ja, das wusste ich ja, dass die Karte da liegt. Die hat er ja durch seine Zauberkarte wiedergeholt. Nein! Och nö! Ja, vergiss es doch! Was? Warte. Nein! Der Effekt von Reflektorlump. Och, ist das mies. Was? Warte mal, was hab ich denn hier? Sangan, ja okay, machen wir jetzt die Runde noch keinen Waboku. Durch Sangan bekommen wir dann eine Karte aus dem Deck. Cyberdose wäre eigentlich richtig geil. Nehmen wir auch gleich. Und die Karte greift er nicht an wegen sein Goblin-Zeug so und so gedöns. Ja, wir bekommen 1000 Lebenspunkte dazu. Zwar nicht mehr lange, aber whatever. Legen die Karte und setzen Cyberdose. Bekommen wir zwar durch den Effekt von Magier des Glaubens höchstwahrscheinlich kein... Och, ist das mies. Och, ist das mies. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Ja, schön. Da greifen wir mal mit Schieferkrieger weiter an. Hier, verdeckt. Och, ist das mies. Mann, no. Alter, nicht eine Karte. Echt jetzt? Achso, ich bin an der Battle Phase. Ich kann die Runde kein Monster mehr spielen, deswegen lege ich jetzt die Karte verdeckt. Topf der Trägheit kann ich eigentlich aktivieren. Mach ich jetzt auch. Aktiviere ich Topf der Trägheit. Ich habe ja nur 5 Monster auf dem Friedhof. Nehme ich alle 5. Habt ihr mal auf Topf der Trägheit geachtet? Der hat voll so einen Hitlerbart. Und genau das wollte ich doch damit erreichen. Jetzt kann ich die beiden Karten legen und muss am Ende der Runde keine Karte abwerfen. Fein. Habe ich auch irgendwas zur Verteidigung? Waboku oder so?
Ich hätte mich auch noch gefreut, wenn er die Runde noch ein Monster gelegt hätte. Warum er das nicht macht, weiß ich auch nicht. Hätte ich auch einen schweren Sturm gleichlegen können. Schwarzes Loch meine ich natürlich. So, Topf der Gier. Kommt die Karte verdeckt und wir spielen Reflektor-Lump. Mit denen wir ihn dann auch gleich direkt angreifen können. Ja, fein! So. Ah, jetzt will er sich verteidigen. Och, das ist doch mies. Ja, wie viel, was willst denn du hier noch alles machen? Ja, chill doch mal dein Leben. Löwenzahn. Löwe. Ich weiß nicht, wieso die das Löwe da vergessen haben, aber sie haben das Löwe vergessen. Ich meine, Löwenzahn, ich spiele hier definitiv kein Peter Lustig. Alter, ist das mies. Boah, ist das mies. Flauschige Spielmarke, oh, wie cool ist das denn? Alter, ist das mies. Jetzt haut er auch noch mein Jinso weg. Ja, sicher. Alter, so eine miese Sackratte. Ruf der Gejagten. Jinso. Geht in Verteidigungsposition. Ist mir klar, ich verliere 1000 Namespunkte, aber auch nicht mehr lange. Denn jetzt spiele ich Horus, den Schwarzflammendrachen Level 6 und opfere dafür den Lava-Golem. Der geht zwar auch in Verteidigungsposition. Ach nein, der bleibt von jeglichen Zauberkarteneffekten unberührt. Ha, wie geil ist das denn? Ja, cool. Das wusste ich jetzt gar nicht. Das ist mir gerade total entfallen. Ja, das ist ja geil. Schön. Das ist ein Anti-Deck, das muss ich sagen. Ja, durch Jinso kann er jetzt keine Fallenkarten mehr aktivieren und mein Horus bleibt von jeglichen Zauberkarten unberührt. Also damit hat er wohl kaum noch Chancen, mich zu besiegen. Marshmallow, so eine miese Ratte, Alter. Ich kann noch ein Monster legen, dann kommt nächtlicher Angreifer und dann hat er nächste Runde verloren, vielleicht? Anscheinend nicht. Der will mich hier wegbürnen. Der will mich tatsächlich wegbürnen, Alter. Ja, den kann ich jetzt leider nicht spielen. Aber ich flippe einfach mal nächtlicher Angreifer. Damit kann ich doch seinen Effekt Marshmallow vernichten. Und dann greife ich mit den Sonneneruptionsdrachen an. Und mit nächtlicher Angreifer greife ich nicht an. Kann ich nicht mal. Oder? Nein, ich hätte den Effekt aktivieren können. Aber wenn mich nicht alles täuscht, lass mal durchlesen. Warte, warte, warte. Solange diese Karte kannst du die aktivieren, wenn und die. Genau, die Karte wird dann von Zauberkarten wieder ausgewählt. Also, das hätte relativ wenig gebracht. Da der 100 Lebenspunkte verloren hat. Ach nee, ich kann ja durch seine dunkle Tür auch nur einmal angreifen. Och, ist das mies. Alter, ist der mies. Diese Sackratte, Alter. Ja, kommt nächtlicher Angreifer weg, so.
Warum nicht? Damit hat er in spätestens nächster Runde verloren. Ja, das war's. Das war's für ihn. Ja, so könnte ich das Duell auch beenden. Ich mach was von beiden. Schwerer Sturm. Dann aktiviere ich den Effekt von Chaos Extra. Mach ich was von beiden. Scheiße! So mies. So viel zum Thema was von beiden. Ja, fick dich doch einfach nur. Jo, damit greife ich an. Und dann beende ich das Duell mit Jinzo. Scheiße. Das war schon wieder ein fucking Fail. Wieso sagt mir denn niemand, dass Chaos Hexer nur für offene Monster gilt? Mann, no. Ja, und damit wären wir jetzt auch eigentlich schon fertig hier mit dem Strand am Tag. Da kommen wir dann nur noch am Abend wieder, gucken, ob da noch jemand ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich. Leerzeichen. Wurde. Punkt, Punkt, Punkt. Nächste Zeile. Punkt, Punkt, Punkt. Knapp. Leerzeichen. Geschlagen. Punkt, Punkt, Punkt. Satzende. Punkt, Punkt, Punkt. Leerzeichen. Punkt, Punkt, Punkt. Leerzeichen. Spiel. Punkt, Punkt, Punkt. Leerzeichen. Punkt, Punkt, Punkt. Nächste Zeile. Punkt, Punkt, Punkt. Leerzeichen. Punkt, Punkt, Punkt. Leerzeichen. Irgendwann. Leerzeichen. Wieder. Punkt, Punkt, Punkt. Satzende. Der Typ geht mir auf die Eier. Ja, da gehen wir jetzt am Abend nochmal hierher, gucken, ob da noch irgendwer Neues rumläuft. Und danach hätten wir dann auch jeden Spieler, der hier in der Duellakademie sein Unwesen treibt, besiegt. Naja, gut, hätten wir ein Duell gegen jeden gemacht, also besiegt haben wir noch nicht jeden. Da gab es schon ein paar miese Cheater, die uns einfach eiskalt meinten, besiegen zu müssen. ...17 Uhr... und ein Duell schaffen wir dann auch noch in dieser Folge. Obwohl ich ja überlege, da das jetzt der letzte Ort ist, den wir machen, vielleicht beende ich da die Folge jetzt schon, je nachdem wie viele Duellanten da rumlaufen. Zane ist auf jeden Fall dort. Aber gegen Zane haben wir schon gespielt. Schauen wir mal, wer hier alles rumläuft. Obelisk Blue, ein Slifer und noch ein Slifer. Gegen den haben wir schon gespielt, gegen Jan mit Himmel und Hölle. So, wer ist das? Hab dich noch nie gesehen. Ich bin Ray. Was haben nur alle gegen Slifer Rot? Das ist der coolste Ort auf Erden. Ich zeig dir die tollen Sachen im Wohnheim. Du kannst auf mich zählen. Schön, dich zu treffen. Yo, gegen den haben wir im Special gespielt, im Folge 10 Special. Das weiß ich noch ganz genau. Dann machen wir jetzt noch ein kleines, schnelles Duell gegen die. Hallo. Ich bin Anka. Sehr erfreut. Du hast doch von der Nordakademie gehört, oder? Gegen die haben wir auch schon gespielt. Dann war das ein relativ kurzer Auftritt mit den Anti-Deck, das muss ich sagen. Jo, da würde ich sagen, beende ich den Part hier und dann wären wir jetzt auch fertig, jeden Ort hier in der Duellakademie zu begutachten und gegen jeden Spieler zu spielen, der an diesen Orten rumläuft. Laufen, tun. Und dann beginnt in der nächsten Folge sozusagen der zweite Teil des Let's Plays, oder ab der nächsten Folge, wo wir uns einen Partner für das Turnier suchen,
und in der Zwischenzeit jedes Event, was hier in diesem Spiel im ersten Teil vorkommt, erledigen. Ja, das wird dann auch noch, denke ich mal, so um die höchstens 10 Folgen, schätze ich mal, dauern. Yo, dann freue ich mich bis dahin über eure Kommis, Abos und Likes und wünsche euch nochmal, wie jedes Mal, ein zuckersüßes Tüdelü.